Hallo bei einer neuen Runde Unboxing. Gibt zwei Bilder und ein Schälchen, habe ich geschenkt bekommen von meiner Schwester. Erstens mal diese Schälchen von Diamond Painting Deutschland ist das. Ich glaube, das ist extra für eckige Steine. Ich probiere es mal aus. Ich bin einmal gespannt drauf. Sieht schon interessant aus. Das wollte ich euch jetzt auch einfach mal zeigen. Einfach so ein Schälchen für dein Painting. Soll extra für eckiges sein. Ich bin gespannt drauf. So, weiter geht's mit Pigmondo-Bilder. Das erste kam in so einer. Die zwei sind auch geschenkt, also habe ich geschenkt bekommen. Das handelt sich auch mal nach Zahlenbilder, zwei Stück. Ja, ist mein Ostergeschenk. Weil das erste kam von Pigmondo in so einer runden Verpackung. Aber die ist irgendwie cool. Fangen wir mal an. Erstmal die Farben. Sind auch zwei geteilt. Natürlich mit Pinsel und zum Aufhängen des Sachen. Dieses Standard-Kit halt, ne, was man überall bei Malnachzahlen hat. Nehmen wir daher. Ja, das erste Bild. Also die beiden Bilder sind 40x50. Ich muss jetzt nur gerade ein bisschen Platz machen hier. So, wo ist denn da jetzt das Papierteil? Ja, das erste Bild ist diese Indianerin. Also das wird auch wahrscheinlich ein ganz arges Konfetti-Bild. Die Leinwand. Ich zoome mal ran. Na, komm mal drauf. Also das sind die. Ich muss das gleich einfach mal anders hinlegen. Die ist auch. Na komm. Na, man erkennt. Gut, ja, die Zahlen zu malen und alles, aber gerade irgendwie will es gerade nicht fokussieren. Ach, Gott, Leute, ich habe auch vergessen, das Licht anzumachen. Jetzt aller. Schaut schon wesentlich besser aus. So. So. Jetzt müsste es besser gehen, genau. Ja, man erkennt, wie gesagt, sehr gut, finde ich die Zahlen. Wie bei den anderen Pigmondo-Bild. Ich bin davon total begeistert. Es hat aber auch halt extrem viel Konfetti. Hat aber auch Riesenflächen von einer Farbe. Zoom mal eben raus. Ja, genau. So, hier hat man zum Beispiel eine Riesenfläche von einer Farbe. Auf jeden Fall, das ist diese Indianerin. Ich packe jetzt schnell wieder alles zusammen, damit ich die Farben nicht durcheinander kriege. Ach ja, die Leinwand ist eigentlich super. Ne, also perfekt angekommen. Und war auch relativ schnell da. Das ist das erste Bild. So langsam weiß ich mit meinen Pigmondo, also Pigmondo-Bilder, naja, doch drei habe ich ja, mit meinen Malnachzahnbildern nicht mehr wohin. So, dieses Bild ist etwas farbenfroher. Das sind erstmal die Farben. Also ich finde ja dieses Pink, ne, unheimlich schön, oder das Grün, das Orange. Das sind so Farben. Natürlich halt auch wieder die Pinsel und das Zeug zum Aufhängen dabei. Wie immer überall. So, das kleine Bild. Das ist nicht das kleine Bild. Mal gucken, was das ist.
Das kleine Bild ist das hier. Das ist das zweite Bild, was ich zu Ostern geschenkt gekriegt habe. Von meiner Schwester. Auch 40x50, steht ja auch hier unten. Die Farben, die sind halt mega, ne? Und die Leinwand, die ist auch in einem super Zustand. Also ich bin, muss ehrlich sagen, von Pigmondo schon echt begeistert, was also mal nach Zahlen angeht. So, wir machen. Seht ihr, das ist auch top. Eigentlich gehört die ja so rum. Ne? Aber ich bin schon begeistert von, also muss ich ehrlich sagen. Auch erkennt man alles super, ist auch ein bisschen Konfetti dabei. Klar, aber auch große Flächen, also das geht wahrscheinlich wesentlich schnell. Leinwand hinten schaut natürlich auch top aus. Also ich bin begeistert, muss ich ehrlich sagen, ich bin von den Big Mondo Bildern begeistert. Und mein klar, kosten ein bisschen mehr als wie wenn es jetzt bei Ali oder sonst wo bestellst, aber ich muss ehrlich sagen, passt es schnell da. Und ich finde die Leinwände halt einfach mega klasse, muss ich ehrlich sagen. Und das Bild halt, ne? Das ist, ich finde das mega schön. Jetzt zeige ich euch auch nochmal schnell nochmal die Indianerin. Ich werde euch einfach mal, doch das mache ich von euch, Big Mondo, die Bilder werde ich euch einfach mal in die Infobox unten posten. Ich habe es zwar geschenkt, aber ich suche das mir dann halt schnell hinaus. Wenn ihr Interesse habt, einmal die Indianerin. Und einmal ihn hier. Das sind schon echt schöne Bilder. Da kannst du nichts sagen. Alle beide 40x50. Nur schnell wieder die kleinen Bilder da reinpacken. Ne? Na komm schon. Und wie gesagt, das Schälchen werde ich das nächste Mal, wenn ich dann ein Beinpainting-Video mache, werde ich dieses Schälchen mal nutzen. Und dann testen wir das einfach mal zusammen, wie das ist und ob es gut ist oder sonst was. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, ich habe da noch keine Erfahrung mitgemacht. Ich bin gespannt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zugucken. Ich wünsche euch heute noch einen wunderschönen Tag. Genießt den Tag, es ist schön sonnig draußen. Und bis bald. Tschüss.